Ja, schön, dass Sie wieder hier sind auf Bühne 2, dass Sie da geblieben sind. Zwischen von den Parkplätzen geht es jetzt weiter zu den Haltestellen. Und wie immer, Fragen in den Fragentab. Ansonsten viel Spaß mit dem Vortrag von Dietmar Seifert, Import detaillierter Daten zur barrierefreien Nutzung von Bahnhöfen und Haltestellen. Und von daher viel Spaß mit dem Vortrag. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Import detaillierter Daten zur barrierefreien Nutzung von Bahnhöfen und Haltestellen. Mein Name ist Dietmar Seifert, ich bin OpenStreetMap-Mitglied seit 2010. Mein Privataccount ist Okidemo. Ich stelle noch eine Hausnummerauswertung auf regiosm.de bereit. Angestellt bin ich seit Mai 2019 bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, NVBW. Mein Hauptprojekt, das stelle ich euch heute vor, ist die barrierefreie Reisekette. Außerdem kümmere ich mich noch um Open Data und bin in der elektronischen Fahrplanauskunft EVBW. Mein dienstlicher Account ist NVBW Seifert. Ich stelle euch erstmal das Projektziel vor. Was ist die rechtliche Basis für das ganze Projekt? Wie setzen wir das Projekt um in Baden-Württemberg? Was ist dann in Richtung OpenStreetMap der geplante Import? Und welche Datenmengen ist zu erwarten? Stellen wir die Daten und Bilder bereit? Und welche Qualitätssicherungswerkzeuge planen wir? Das Projektziel ist die Beantwortung der Frage: Komme ich mit einer Mobilitätseinschränkung von A nach B selbstständig ohne Hindernisse? Mobilitätseinschränkung ist entweder eine Behinderung im Sinne von ich bin blind, ich bin rollstuhlfahrend oder aber auch ich bin eine Rollatornutzerin oder ich bin nur vorübergehend eingeschränkt, weil ich ein Fahrrad mitnehme oder Gepäckstücke. Die Frage ist generell, kann ich mit der Reise, wo ich öffentliche Verkehrsmittel verwende, barrierefrei am Startpunkt meiner öffentlichen Verkehrsreise barrierefrei einsteigen? In das Fahrzeug am Bahnsteig. Bei Zwischenstopps kann ich diese selbstständig nutzen und kann ich am Zielpunkt wieder aus dem öffentlichen Verkehr aussteigen und komme barrierefrei aus dem Bahnhof heraus. Oder das Gleiche gilt immer auch für eine Busfahrt. Die Aufgaben, die sich daraus ergeben, sind: Welche Bahnhöfe und Haltepunkte im Schienenpersonennahverkehr habe ich? Welche Bahnsteige, Zugänge und Infrastruktur sind barrierefrei oder nicht barrierefrei nutzbar? Und welche Fahrzeuge werden im Normalbetrieb eingesetzt und sind in Kombination mit den Bahnsteigen, die ich in der Reise nutze, barrierefrei nutzbar? Die gleichen Anforderungen gelten auch für Bushaltestellen und deren Fahrzeuge. Die gesetzliche Grundlage für das Projekt ist das Personenbeförderungsgesetz, § 8 Absatz 3. Das wurde in 2013 gefasst und dort ist definiert, dass bis zum 1. Januar nächsten Jahres die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs für mobilitätseingeschränkte Personen komplett barrierefrei nutzbar sein muss. Es gibt dann die Ausnahmeregelung in Satz 4. Dort muss begründet und konkret benannt werden, in welchen Ausnahmefällen die Barrierefreiheit nicht hergestellt werden kann. Weitere Regelungen für das Projekt sind ein Delphi-Handbuch, barrierefreie Reiseketten in der Fahrgastinformation, das vom Bundesverkehrsministerium beauftragt wurde und im Mai 2018 bereitgestellt wurde. Dieses wurde auf der Verkehrsministerkonferenz im Oktober 2018 als Roadmap definiert. Die Länder haben sich darauf verständigt, Mittel bereitzustellen und vereinbart, dass bis Ende 2021 die Fahrgastinformationssysteme Auskünfte zur barrierefreien Nutzung des ÖV bereitstellen müssen. In Baden-Württemberg ist die Zuständigkeit des öffentlichen Verkehrs so geregelt, dass der Schienenpersonennahverkehr durch das Verkehrsministerium beauftragt wird. Im öffentlichen Personennahverkehr, das sind die Busverkehre, sind die Aufgabenträger die 44 Stadt- und Landkreise. Diese Regelung kann allerdings in anderen Ländern anders definiert sein.
wie setzen wir das Projekt in Baden-Württemberg um? Die NVBW wurde beauftragt, die landesweite Erhebung der Bahnhöfe und Haltepunkte durchzuführen. Wir sollen Software bereitstellen, um die landesweite Erhebung im SPNV und ÖPNV zu unterstützen. Wir sollen die Stadt- und Landkreise bei deren Erhebung beraten und ihnen helfen. Wir bauen unsere landesweite Fahrplanauskunft auf eva-bw.de aus, damit wir zukünftig zum 01.01. nächsten Jahres auch Auskünfte geben können für die Fahrten für die mobilitätseingeschränkten Personen. Und wir sollen die Daten und Dienste bereitstellen, um dies zu unterstützen. Das Verkehrsministerium hat im September letzten Jahres ein Förderprogramm erstellt, um die Stadt- und Landkreise dazu zu motivieren, die Vor-Ort-Erhebung durchzuführen. Dort ist auch definiert, dass jährlich die Um- und Neubauten im ÖPNV wieder zu erheben sind und uns zu melden sind. Wir als NVBW werden dann jährlich auch die SPNV-Umbauten entsprechend protokollieren und importieren. Die zu erfassenden Merkmale kommen prinzipiell aus dem Delphi-Handbuch. Wir haben allerdings dann über Konsultationen von Behindertenverbänden weitere Merkmale herausgefunden, die auch wichtig sind zu erfassen. Deswegen haben wir einen etwas größeren Katalog an Merkmalen definiert und diesen haben wir untergliedert in die Bereiche SPNV, wo es darum geht, dass wir Daten für den Bahnhof allgemein und dann aber sehr viel über die einzelnen Bahnsteige erheben, dass wir auch den SEV-Haltesteig betrachten. Im ÖPNV-Bereich schauen wir uns die Haltestelle an und auch die einzelnen Steige. Und generell gilt, dass wir auch die Verbindungen zwischen den Steigen oder zwischen dem öffentlichen Wegenetz und den Steigen entsprechend betrachten und vor Ort erheben. Welche Hindernisse ergeben sich dort? Verbindungen der Art Aufzug, Eingang, Rampe, Rolltreppe, Treppe oder Wege mit ihren ganzen Eigenschaften. Und darüber hinaus haben wir auch noch Objekte definiert, die wir im Rahmen der Barrierefreiheit mit erfassen. Das sind dann Engstellen, Gleisquerungen, Informationsstellen, Parkplätze, Stationspläne, Toiletten und so weiter. Außerdem hat das Verkehrsministerium noch die Bereiche Bike and Ride und Leihfahrradanlagen ergänzt. Als Synergie, dass wir sowieso die Erhebung durchführen und dadurch noch einen Mehrwert schaffen für den ganzen Fahrrad- und Multimodalitätsbereich. Außerdem werden umfangreiche Fotos erstellt. Schauen wir uns an, welche Merkmale wir am Bahnsteig erheben. Ein Teil davon zumindest. Wir erheben den Bodenbelag, die Bodenindikatoren und zwar im Detail auch mit Leitstreifen und Einstiegsfeld. Wir messen die Bahnsteiglänge, Breite, die Engstelle und messen die Längs- und die Querneigung. Außerdem schauen wir die Sitzgelegenheit und Unterstand an und deren Eignung für die Rollstuhlfahrenden und für Blinde. Wir erfassen Fahrkartenautomaten, Fahrzielanzeige, automatische Ansagen, Uhr etc. Außerdem nehmen wir auch noch die Haltepunkte für die S-Bahn und die Bahnsteigabschnitte auf und weitere Objekte wie Info-Notrufsäulen, mobile Rampe, Hublift. Und zu vielen von diesen Merkmalen werden nochmal Fotos erstellt. Der aktuelle Stand in der Erhebung. Im SPNV haben wir im April gestartet und sind aktuell jetzt bei 33%. Das sind allerdings bisher vor allen Dingen die kleineren Bahnhöfe und Haltepunkte. Jetzt seit Ende Mai werden speziell die großen Bahnhöfe der DB-Kategorien 1 bis 3 bevorzugt erhoben. Insgesamt wollen die ganzen SPNV-Bereich bis September dieses Jahres fertig haben. Im ÖPNV-Bereich gibt es 44 Landkreise und Stadtkreise. Von diesen haben 8 Kreise bisher einen Förderantrag gestellt. 8 weitere Kreise planen noch kurzfristig einen Förderantrag. 2 Kreise haben schon früher selbst erhoben und 15 Kreise haben Verkehrsverbünde beauftragt, die Erhebung für sie durchzuführen. Von 11 Kreisen haben sie noch nicht
alle entschieden oder planen zum Teil auch keine Erhebung. Die Fertigstellung im ÖPNV-Bereich wird sich eventuell ins Jahr 2022 verlängern. Insgesamt planen wir oder erwarten wir von mindestens 27 Kreisen, dass detaillierte Daten erhoben werden und wir entsprechend beistellen können. Ein To-Do in Richtung OSM-Import ist, dass wir uns angucken, wie wir die erhobenen Daten in OSM-Tags umwandeln können, dieses Matching betreiben. Das machen wir bisher auf der User-Seite von NVBW Seifert im OSM-Wiki. Das ist aber noch in Bearbeitung, da sind wir noch bei weitem nicht fertig. Es ergeben sich heute schon mal Erweiterungswünsche oder stellen wir zumindest zur Diskussion, dass wir gerne solche Objekte hätten, wie eine Hochbordart am Haltesteig, verschiedene taktile Elemente, Querneigungen an Wegen, Durchgangsbreiten zwischen Umlaufgittern und dass wir Details zu Unterständen ergänzen möchten. Für die Merkmale, die wir am Bahnsteig erheben, habe ich hier schon mal grob markiert, welche ohne Probleme heute schon in OSM importierbar sind, weil dort entsprechende Tags oder Keys oder Values schon vorhanden sind. Rot ist entsprechend das an Objekten, wo wir noch Probleme sehen, wo das Tagging eventuell verfeinert werden muss oder wir diskutieren, ob ein Import möglich sein wird. Das weitere Vorgehen für den OSM-Import ist, dass wir vor kurzem einen Testimport durchgeführt haben, um den ganzen Personalaufwand abschätzen zu können. Wir werden weiterhin das OSM-Tagging prüfen hinsichtlich unserer Merkmale und klären dann mit der Community ab, was importiert wird und was nicht. Das werden wir dann über Mailinglisten machen und entsprechende Tagging-Erweiterungen über die Tagging-Mailingliste auch entsprechend kommunizieren. Dann werden wir einen Importantrag stellen und werden ein OSM-Team intern bilden, schulen und die Importe kontrollieren. Parallel zum Import werden wir auch die Daten bereitstellen, damit die OSM-Community den Import kritisch begleiten kann und entsprechend uns und deren die Aktivitäten der Importierer kontrollieren kann. Was ist der Umfang von dem Importvorgang? Qualitativ wollen wir die Bahnsteige, die Über- und Unterführungen kontrollieren und verfeinern und auch speziell die Levelangaben gegebenenfalls ergänzen, sofern noch nicht passiert, weil es für uns sehr wichtig ist, dass wir auch die Objekte an den Bahnhöfen mit ihren verschiedenen Ebenen korrekt interpretieren können. Wir wollen die eigentlichen Daten ergänzen in OpenStreetMap und wir wollen IDs, sei es für die Bahnsteige und für die Zugänge oder auch Infrastruktur ergänzen. Quantitativ ist der Import, erwarten wir beim Import 1086 Bahnhöfe in Baden-Württemberg sowie 13 in der Schweiz. Von 11.800 Haltestellen haben wir sicher dann ein umfangreiches Datenmaterial und Fotos. Zusätzlich für diese fremderfassten Kreise haben wir auch nochmal 6.700 Haltestellen, bei denen wir auch Fotomaterial erwarten. Insgesamt gehen wir von einem Aufwand von 50.000 Bildern im SPNV-Bereich aus und alleine für die 16 Kreise mit den 11.800 Haltestellen von ca. 170.000 Bildern. Ab 2022 werden die Bahnhöfe und Haltestellen in OpenStreetMap auch gepflegt. Das müssen dann die Stadt- und Landkreise für den Busbereich entsprechend machen und zu uns melden, damit wir den Import machen und die Updates durchführen. Im SPNV-Bereich führen wir wieder eine Vororterhebung durch und werden dann direkt die Daten auch entsprechend aktualisieren. Der Nutzen des Imports für die NVBW ist, dass wir für die verschiedenen mobilitätseingeschränkten Personen ein differenziertes Routing durchführen können und können ihnen dadurch auch detaillierte Navigationshinweise geben, wie sie auf die Bahnsteige kommen oder zum Bussteig kommen, welche Hindernisse sie erwarten und welche sie überwinden müssen.
Und wir können auch Detailkarten erzeugen für die Bahnhöfe und Bushaltestellen, inklusive der gesamten Infrastruktur, die vorhanden ist. Der Nutzen für OpenStreetMap selber und für die Datennutzer von OpenStreetMap ist, dass es einen aktuellen und vollständigen Stand aller Bahnhöfe und Bushaltestellen in OSM geben wird und dass die OSM-Daten dann ohne zusätzliche offene Datensätze nutzbar sind, weil wir das importiert haben im Wesen. Und dort, wo wir nicht importiert haben, haben wir dann entsprechend die IDs zum Matching. Die Daten werden von uns bereitgestellt als einen offenen Datensatz zum Download auf unserer Webseite und auf movidata.bw. Die Bilder werden ebenfalls zum Download angeboten. Da müssen wir uns über die Paketierung zum Download noch unterhalten und gucken, wie wir das hinbekommen. Wir überlegen, den Upload auf mapillary.com eventuell zu machen, damit die Bilder auch dort für die OSM-Community abgreifbar sind und zu einem späteren Zeitpunkt, Ende 2021, vielleicht auch eher 2022, wird der schon heute zur Verfügung gestellte GTFS-Datensatz für die Fahrplandaten erweitert werden um die Umsteigezeiten und auch um die Umsteigebauwerke. Außerdem planen wir eine webbasierte Kartenanwendung mit einer Meldefunktion, damit die Erhebungen, die dann veraltet sind oder die nicht korrekt durchgeführt wurden, auch entsprechend gemeldet werden können an uns und wir dadurch zu einer qualitativ besseren Datenlage kommen können. Und wir überlegen uns, eine API bereitzustellen, damit auch die App-Nutzung von unseren Daten und Diensten genommen verwendet werden kann. Ich habe eben schon die Webanwendung angegeben. Mit der dortigen Meldefunktion werden wir in der Lage sein, fehlerhafte Erfassungen noch korrigieren zu können und gegebenenfalls nochmal nacherfassen zu lassen. Außerdem wollen wir uns eine Anwendung programmieren lassen, um ein Mikro-Routing rund um Bahnhöfe und Haltestellen durchführen zu lassen und können dann je Mobilitätseinschränkung herausfinden, wie lange sind die Wege und können dann informiert werden oder es kann Alarm geschlagen werden, wenn Objekte fehlen oder wenn die Routing-Entfernungen plötzlich sich ändern. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob wir das nur NVBW in-house verwenden werden oder auch für die Öffentlichkeit bereitstellen werden. Ein letzter Hinweis noch zu den ganzen erhobenen Daten. Die erhobenen Daten zu den Bahnhöfen und Bushaltestellen des Nahverkehrs müssen öffentlich bereitgestellt werden nach der EU-Delegiertenverordnung 2017/1926. Deswegen unser Tipp, fragt rechtzeitig bei den Stadt- und Landkreisen und bei den Verkehrsministerien nach. Interessiert euch für die Daten, damit die entsprechenden Aufgabenträger, wenn sie die Aufträge vergeben zur Erhebung und später zur Veröffentlichung, das Ganze rechtzeitig machen und bei den Ausschreibungen berücksichtigen. Das ist dann auch zum Teil nur fehlendes Bewusstsein für die Veröffentlichungspflicht und durch ein frühes Nachfragen entsprechend bei den Aufgabenträgern sorgt ihr dafür, dass die Daten früher bereitstehen. Vielen Dank für eure Zeit. Ich habe hier noch so ein paar Bilder zum Schluss von ersten Eindrücken von den verschiedenen Arten am Bahnhof, an der Haltestelle, was wir alles aufnehmen. Das Ganze ist momentan ein bisschen hier stärker SPNV-lastig, aber das Gleiche gilt auch für den ÖPNV-Bereich. Ihr könnt Kontakt herstellen zu mir, wenn ihr wollt, über E-Mail und auch über OpenStreetMap. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, danke Dietmar für den sehr interessanten Vortrag. Tatsächlich glaube ich ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist und immer wichtiger wird in unserer Gesellschaft. Von daher erstmal danke, dass ihr euch da die Mühe macht und dass ihr das Thema angeht. Es sind auch ein paar Fragen reingekommen, die wir jetzt einfach gerne direkt mal abarbeiten können, sage ich mal. Fangen wir quasi unten an, das ist nämlich die Frage mit den meisten Votes. Weißt du, ob es geplant ist, sowas auch bundesweit durchzuführen?
Also es ist, müssen zumindest mal theoretisch alle durchführen. Okay. Baden-Württemberg hat im September letzten Jahres eine Ausschreibung gehabt und dann jemanden auch gehabt. Die erfassen dieses und nächstes Jahr. Eigentlich müsste man ja bis Ende dieses Jahres fertig sein, aber die wissen schon, sie brauchen ein Jahr länger. Mecklenburg-Vorpommern hat auch vor kurzem die Ausschreibung gehabt und jemanden ausgewählt. Schleswig-Holstein hat letztes Jahr angefangen mit Bushaltestellen. Die werden dieses Jahr fertig. Darüber hinaus weiß ich nicht, wie die anderen agieren. Aber eigentlich muss es jeder machen. Und zwar im Schienenpersonalverkehr sowie auch die Aufgabenträger für die Busse. Okay. Gut, das ist ja schon mal interessant zu wissen. Ich denke, das reicht uns schon als Antwort. 5 Minuten haben wir noch. Über welche Tools erfolgt die Erfassung der Daten? Vielleicht kannst du dazu noch 1, 2 Sätze sagen. Ja, wir haben eine App gekauft von dem Hersteller, wo wir auch die Fahrplansoftware haben. Das ist eine Firma, die in München ist, Menz. Die funktioniert leider produktiv noch nicht in dem Maße, wie wir das wollten. Deswegen haben wir eine Ersatz-App beschafft, damit wir keine Zeit verlieren. Wir werden aber auch schauen, wir sind Mitglied im M-Fund-Projekt Opener Next. Die haben gerade neu angefangen in der 2. Förderstufe. Und da ist es eigentlich geplant, die haben auch schon mal Foskis-Vorträge gehalten, eine crowdbasierte App zu nehmen. Und die werden wir uns auch angucken, um zu überlegen, ob man darüber mindestens mal auch die Leute, die interessiert sind, erfassen lässt. Und wir kontrollieren es dann und übernehmen es dann. Oder ob wir eventuell sogar mittelfristig komplett auf die Richtung gehen, weil wir das Problem haben, diese Merkmale sind dynamisch, die sind nicht einmal festgelegt und verändern sich nicht und deswegen ist es nicht schlecht, wenn wir mit einer Open-Source-Lösung arbeiten und uns immer wieder anpassen können und dass wir auch natürlich möglichst viele Leute, die interessiert sind, auch daran teilhaben lassen können. Ja, klar. Genau, Richtung Aktualisierung der Daten gibt es ja auch noch eine Frage, weil du hattest ja auch gerade gesagt, dass die sich ein bisschen ändern können. Sollte eine Aktualisierung der Daten nicht von den Verkehrsbetrieben verpflichtend durchgeführt werden? Also von den Verkehrsbetrieben nicht, sondern Aufgabenträger sind die Stadt und die Landkreise. Wir können denen ja sowieso nichts sagen, weil die autonom sind, aber im Rahmen des Förderprogramms, wenn sie da jetzt dieses Jahr gefördert werden, verpflichten die sich, ein Konzept vorzustellen, dass sie uns auch mindestens einmal im Jahr die Daten aktualisiert vorlegen. Und die werden dann im Frühjahr die Baulastenträger, das sind die Gemeinden, die also umbauen, nachfragen, was im Haushalt geplant ist und im Herbst fragen sie, was haben sie gebaut und dann können die kurz vor Ende des Jahres rausgehen und können die Neuerfassung durchführen und uns die Daten neu geben. Und wir machen das Ganze im Schienenpersonennahverkehr im Laufe eines Jahres auch. Ah, okay. Genau, hier gibt es noch was zum Thema Abweichung, was vielleicht auch ganz interessant ist. Die Frage ist, ich kenne das Problem, dass die Haltestellendaten in VBB zum Beispiel teilweise ungenau, in Klammern Abweichung von bis zu 100 Metern sind. Wie gut sind die Daten und werden diese vorab nochmal validiert? Die werden natürlich erstmal sowieso besser jetzt. Wir erfassen auch GPS-Koordinaten, allerdings haben wir auch geräteabhängig da wieder großen Works drin. Im Rahmen von der OSM-Erfassung nehmen wir dann auch von der LGL in Baden-Württemberg, also Landesamt für Geologie und Landesentwicklung, holen wir uns 20 cm Luftbilder und werden da nochmal auch georeferenzieren im Nachhinein über die aufgenommenen Bilder. Und so, dass wir da auch die Koordinaten dann ziemlich gut haben. Eigentlich wollten es ein paar Verkehrsbetriebe auf Millimeter haben, ist aber Quatsch. Wir werden es aber dann schon plus minus auf 1, 2 Meter hinkriegen und dass wir dann auch in den veröffentlichten Daten nochmal verbessert werden, ja. Und dann werden die auch gut sein, besser als bisher. 100 Meter ist noch nicht der schlimmste Fall heute. Alles klar. Dann noch ein Thema in die Richtung, wie erfolgt das die Georeferenzierung der Bilder bei unterirdischen Haltestellen? Natürlich ein bisschen Spezialfall. Generell werden wir gucken, dass wir haben immer die Erfasser angehalten, möglichst Fotostrecken zu machen. Und wir haben auch so Fotos allgemein und dann wieder möglichst einen großen Bereich und dann im Detail. Und da kommen ja relativ viele Bilder zustande, sodass wir auch schauen sollten, dass wir einigermaßen das geokodieren können. Wir werden jetzt aber keine Baupläne uns intern holen, sondern gucken, dass es intern stimmig sind. Wir wissen dann, wo sind die Abgänge und gucken dann, dass wir es aufgrund der Bilder doch versuchen, relativ gut auch aufzuteilen. Es wird dann nicht hinterher im Meterbereich gut unten drunter sein, aber auch soweit möglich werden wir es verbessern. Das klingt doch gut. Dann machen wir noch eine letzte Frage zum Abschluss. Gibt es eine Strategie für ein barrierefreies Tür-zu-Tür-Routing? Wie funktioniert ansonsten der Übergang ins Fußwegenetz?
Wir nutzen bei uns bei der Fahrplanauskunft auch schon das OpenStreetMap-Netzwerk, schon seit 2-3 Jahren im Hintergrund. Insofern können wir dann wirklich Tür-zu-Tür-Routing anbieten und können dann natürlich sagen, wie er die Wege nutzen kann. Er wird ja auch dann als Behinderter sagen, zu welchem Profil gehört er, also ist er Rollstuhlfahrer und sowas. Nur ist natürlich klar, wir haben dann nicht von allen Haushalten in einer Stadt nochmal das öffentliche Wegenetz gemacht. Das war eine Sache, wo man vor der Fassung überlegt haben, wie weit gehen wir denn? Wir haben momentan die Strategie, was machbar ist, wir nehmen den Bussteig und dann schauen wir den Übergang zum Wegenetz. Also wie ist der Übergang in den Bürgersteig? Und haben dann schon gesagt, wenn dann 30 Meter Entfernung noch eine Ampel ist, mit Übergangweg, machen noch ein Foto, wenn es geht, aber das ist nicht mehr verpflichtend, das noch mit zu kartografieren. Weil ansonsten wissen wir halt nicht, wo müssen wir eigentlich aufhören. Und das ufert dann unbedingt aus. Ja. Also insofern hängt es dann wieder davon ab, wie gut auch die OpenStreetMapper die weiteren Wege natürlich auch mappen. Ja, genau, wunderbar. Dann, Dietmar, danke auf jeden Fall für deinen Vortrag, dafür, dass du hier die Fragen so geduldig beantwortet hast. Hier kam gerade noch weniger eine Frage, sondern eher eine Aussage. Ein OSM-Community-Mitglied in verantwortlicher öffentlicher Position ist schon vorteilhaft. Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute hier zu sein.